Wir brauchen GPUs. Nein, wir brauchen nicht nur GPUs, wir brauchen jetzt auch Goldbarren, goldene Festplatten, goldene Schädel, so viele Sachen, weil unter anderem auch die Rezepte teurer geworden sind und wir wollen nicht jede Runde einen Schlüssel mitnehmen, um diese Items zu bekommen. Wir brauchen Konsistenz, jede Runde müssen wir zuverlässig an solche Items rankommen und zwar noch zügig. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel die GPUs farmen, dass wir dann konsistent unsere Loot-Routen ablaufen können, in kurzer Zeit möglichst viele Hotpoints ablaufen können. Und da kommen die Banken ins Spiel, es gibt 6 Banken auf Al-Masra. Und wir zeigen euch jetzt einmal, wie ihr da am schnellsten hinkommt, beziehungsweise welche man gut kombinieren kann und wie man sie gut ablaufen kann. Es gibt also 6 Banken auf Al-Masra und zwar fassen wir immer 2 zusammen zu einem Pärchen. Hier ist das Krypto-Pärchen, also sozusagen in der Nähe vom Kryptoraum, einmal Einkaufszentrum und einmal Kryptoraum. Hier haben wir die Bank am Einkaufszentrum. Das Ding ist, dass wir immer 2 Banken kombinieren können, die relativ nah beieinander liegen und dadurch immer 2 Banken hitten können. Das hier sind die 2 schwereren Banken, auch die sind relativ easy, finde ich. Also schwer bezieht sich immer so ein bisschen darauf, wie gut die gegnerischen Spieler, wie oft sie da hinkommen, wie hochfrequentiert sozusagen sowas durchsucht wird, auch von anderen Spielern. Und dadurch, dass das ja am Hafen liegt, ist die schon relativ hochfrequentiert gesucht. Hier sehen wir, wir haben einen Spawn direkt neben dieser Bank, können also rein, die ist natürlich nicht gelootet. Und könnt ihr direkt alles durchsuchen, je nachdem, was man sucht. Also wir finden hier Goldbarren, wir finden goldene Schädel und natürlich die Festplatten und schlussendlich auch die GPUs. Je nachdem, was wir also suchen, können wir entsprechend uns ein bisschen fokussieren, ob wir die Rechner zum Beispiel looten oder nicht. Auch im Erdgeschoss, ganz, ganz wichtig, die Tresen, den Kühlschrank hier, die Regale durchsuchen. Zum Beispiel kodierte USB-Sticks, super wichtig für die Stealth-Weste. Also auch das Erdgeschoss und die Küche nicht vergessen. Und wenn wir das Ganze fertig haben, rüber, ab in den Süden. Und da kommen wir zu diesem Turm hier. Den kennen einige von euch. Den besteigt man gerne, um Gegner zu snipern, aber auch vor allem, um den Kryptoraum zu fliegen. Also wer es nicht kennt, der wird es jetzt kennenlernen. Wir gehen ganz nach oben und schauen dann Richtung zu diesem Schiff. Das ist unser Ankerpunkt. Und schwenken dann, sobald wir die Häuserreihe erreichen, so ein bisschen nach rechts rüber. Und jetzt fliegen wir direkt auf die Bank zu. Die ist jetzt markiert und jetzt ist markiert der Kryptoraum links daneben. Also ist direkt gegenüber. Normalerweise geht man hier aufs Dach und springt dann rüber zum Kryptoraum. Beziehungsweise fliegt halt direkt in den Kryptoraum. Ja, aber hier wollen wir die Banken mitnehmen. Und auch hier sehen wir wieder, es ist nicht gehittet. Das heißt, hier funktioniert die Combo und bumm, haben wir direkt die GPU am Start. Also das ist jetzt keine Runde aus dem Livestream, 1000. Versuch oder sowas. Diese Runden habe ich jetzt wirklich separat aufgenommen für dieses Video hier. Und ja, wir finden halt direkt eine GPU. Das zeigt so ein bisschen, natürlich kommt es auf die Häufigkeit an, der wir die Banken durchsuchen. Ich kann nicht sagen, bei wie vielen Banken wir jetzt GPUs finden, insgesamt so im Durchschnitt gesehen. So oft habe ich auch nicht gehittet. Aber es ist halt wirklich eine schöne Wahrscheinlichkeit für alle goldenen Items, die wir brauchen. Das ist halt wirklich cool. Deswegen liebe ich so diese Runs. Und wenn wir hier sind, dann natürlich fliegen wir auch in den Kryptoraum. Der ist jetzt in dem Fall gehittet. Zuerst sehen wir es nicht. Die Rechner sind noch zu. 3 Plattenweste liegt auf dem Boden. Aber ja, es ist nicht der beste Loot. Vielleicht lag hier auf dem Regal noch ein Schädel, Goldbarren oder eine GPU. Und jetzt sehen wir auch hier die offenen Kisten. Also hier war tatsächlich ein Spieler. Jetzt wird es erst richtig klar. Die orange Kiste ist auch offen. Trotzdem liegt ja super viel Zeug rum. Also es lohnt sich immer, hier nochmal reinzuschauen, nach dem Rechten zu schauen. Aber ja, je später wir hier reinkommen, desto unwahrscheinlicher ist es einfach, dass wir noch die richtig, richtig guten Items kriegen. Aber ja, es lohnt sich, vor allem, wenn wir jetzt rausgehen und Richtung Westen weiterfliegen, da kommen wir direkt zum Munitionslager. Das heißt, wir haben noch ein geiles Gebäude hier und hier ist auch meistens eine Buy-Station. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Com-Weste craften wollen und schon 3, 4, 5 gesicherte, also ja, gesicherte Festplatten haben, dann können wir hier das Ganze umtauschen gegen unsere Com-Weste. Oder entsprechend Stealth-Weste oder was auch immer wir brauchen. Jedenfalls der Punkt ist, dass wir in den Banken auch andere Items finden, wie zum Beispiel hier die benötigten Batterien oder die Handcreme. Das heißt, wir haben meistens schon alle Items, die wir brauchen, für in dem Fall jetzt zum Beispiel die Com-Weste und können die direkt umtauschen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne komplette Route mit Buy-Station und allem drum und dran. Und das Ganze in einer relativ kurzen Zeit. Wenn wir jetzt nochmal schauen, was wir insgesamt gefunden haben. Also die Com-Weste ist jetzt gecraftet, ganz frisch. Dazu die GPU, die wir eben gefunden haben, plus ein goldener Schädel. Also das nenne ich auf jeden Fall mal eine nette Ausbeute dafür, dass wir wirklich da schnell durchrasen können. Die zweiten Banken oder das zweite Pärchen ist jetzt am Flughafen. Da haben wir einmal im Norden eine Bank und im Westen. Wir nehmen uns erstmal die im Norden vor. Und zwar ist es hier ganz cool, wenn wir erstmal auf High Ground laufen.
Also High Ground ist ja immer wichtig in Call of Duty, aber hier können wir halt unbemerkter, sage ich jetzt mal, von den Bots vor allem, auf die zur Bank kommen. Also obendrauf fliegen einfach aufs Dach und dann wieder rein. Dadurch, dass wir halt die Bots nicht aufschrecken, ist es viel ruhiger und auch hier wieder ist die Bank nicht gehittet. Wir haben einen schönen Spawn und können direkt alles für uns beanspruchen und looten. Also je weniger Bots wir aufschrecken, desto besser ist es. Die Spawns um uns herum kriegen das nicht so mit, dass wir hier drin sind. Wir haben unsere Ruhe und auch das Weiterbewegen dann zu einem zweiten Pärchen ist dann wesentlich einfacher, wenn man hier unbemerkt durchkommt. Hier ist ein Goldbarren, by the way. Übrigens auch das Looten im Erdgeschoss ist natürlich dann viel einfacher, wenn da keine Bots die Halle stürmen. Ich muss sagen, selbst wenn die Bots aufgeschreckt werden, ist es relativ simpel, finde ich. Also, noch ein Goldbarren. Es ist halt wirklich, noch ein Goldbarren, drei Goldbarren. Es ist halt wirklich recht gut zu machen. Das Problem ist jetzt vielleicht eher die Bewegung zur zweiten Bank. Wir nehmen hier ein Auto und fahren dann die Hauptstraße entlang, also Richtung Westen. Dann kommen wir zu diesen blauen Gebäuden hier und da links rein kommen wir zu der Bank und wieder zum Munitionslager. Also auch hier können wir wieder uns auffrischen und so weiter. Das Problem in dem Beispiel jetzt ist, wir sehen hier ein Team, da schießen sie schon. Und hier sehen wir die Bank, das ist das Bankgebäude jetzt und da sehen wir die offene Tür. Das heißt, die Jungs und Mädels waren hier schon drin, greedy. Sehr ungewöhnlich übrigens, also diese Bank wird selten gehittet. Da haben wir echt Pech gehabt, dass die Jungs und Mädels da reingegangen sind. Also, zweiter Versuch, diesmal mit dem Wegwerf-Helikopter wieder auf die nördliche Bank. Direkt oben rein, ein bisschen looten und dann dasselbe Spielchen nochmal. Wir sehen hier nochmal das Verhältnis der beiden Banken, also einmal nördlich vom Flughafen und dann hier die westliche Bank. Und hier ist die Tür zu und wir gehen rein und wir sehen auch, okay, es scheint nicht gelootet zu sein. Der Kühlschrank ist noch unangetastet, Essen ist noch drin, also können wir die Bank komplett looten. Also auch ein sehr, sehr nettes Pärchen. Bisschen ruhiger als die Krypto-Seite, aber ja, auch nicht so viele Kombinationen wie bei Krypto. Kommen wir jetzt zu dem dritten Pärchen und das ist ja mein All-Time-Favorite. Das ist hier nördlich von der Post und wir nennen das das City-Pärchen, Al-Masra City. Ich bin jetzt mal den da oben an, das ist die zweite Bank. Also relativ weit voneinander entfernt, muss man sagen, aber dadurch, dass wir in der City sind, ist es halt völlig egal. Spielt wirklich gar keine Rolle, weil wir sehr schnell von A nach B kommen. Also hier sehen wir schon, der Rucksack wieder proppenvoll. Leider keine GPU in dem Fall, aber wir finden halt wirklich golden Items ohne Ende. Und das ist jetzt nach dem ersten Hit sozusagen, also nach der ersten Bank, ist der Rucksack schon komplett voll mit Gold. Und jetzt wollen wir zur zweiten Bank. Und das ist jetzt wichtig, finde ich. Wir kommen jetzt von Bank A nach B, weil hier die Strecke so ein bisschen größer ist. Also der Plan ist folgender. Wir steigen oben aufs Dach, wie immer, und fliegen rüber. Und das Ziel ist jetzt, auf diese Reling dazu kommen. Allerdings, dummerweise rutsche ich hier aus. Aber ich sag mal so, Glück im Unglück. Wir haben die Com-Weste. Die habt ihr immer hier, weil ihr überall die goldenen Platten habt. Und jetzt hört mal hin. Ultra 1, Achtung, ein Operator-Trupp befindet sich nahe deiner Position. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Also, feindliche Operator, Com-Weste hat mich Gott sei Dank gewarnt. Dann kommt die Drohnenmeldung. Also, Spielejäger, die wollen mich jagen, den armen Solospieler. Entsprechend rettet uns die Com-Weste in dem Fall, weil wir darauf reagieren können. Ich kann so direkt umswitchen, mir das Fahrzeug schnappen und da kommen schon die Schüsse. Aber ja, ich habe Gott sei Dank besser reagieren können, dank der Com-Weste. Ich liebe diese Com-Weste. Das ist mein Teammate. Als Solospieler ist die Com-Weste mein Teammate. Und die hat mich hier definitiv gerettet. Ja, und im Grunde genommen können wir jetzt von hier aus zur zweiten Bank oder da das Team angreifen oder haben alle Möglichkeiten. Aber wir haben halt überlebt. Aber ich möchte euch trotzdem nochmal den richtigen Weg zeigen. Deswegen hier der nächste Run. Der war übrigens nicht so gut. Da haben wir kaum Loot gefunden in der ersten Bank. Und ja, das habe ich extra nochmal aufgenommen, dass ich nochmal den Run zeigen kann zur zweiten Bank. Also wir rennen hier oben entlang und schwingen uns dann sozusagen rüber auf das große Gebäude da hinten. Das ist wichtig. Der Sprung ist jetzt nicht so ganz optimal. Wir können höher fliegen und sozusagen uns in der Luft das Seil schnappen. Ich bin jetzt auf dem Boden gelandet, also es geht besser. Ich kann das mal ein bisschen ausprobieren. Das finde ich trotzdem generell der schnellste Weg. Also hier Seil hoch. Dann hier das zweite Seil hoch und ja, ihr seht, da unten sind Bots, also selbst die können wir nichts, alles kein Problem. Ich habe in dem Fall nur eine Weste an, alles harmlos. Und dann gehen wir auf der anderen Seite, springen wir praktisch wieder runter. Hier sehen wir die Bank, also immer zu sehen anhand dieser Schilder und diesem charakteristischen Dach. Das ist immer die Adalbank und hier können wir runterspringen und machen super schnell. Ich löse den Fallschirm, wir kommen wirklich super schnell zu dieser zweiten Bank. Und die ist einfach super selten gehittet. Also hier ist wirklich fast nie jemand drin. Hoffentlich ändert sich das nicht nach dem Video. Aber ja, wir können hier wieder die drei Stockwerke durchsuchen. Ganz entspannt.
Ihr seht jetzt schon wieder goldene Items ohne Ende. In dem Fall, ja, auch jetzt der goldene Schädel hier. Auch deswegen die Küche immer durchsuchen. Also nicht vernachlässigen. Da kann wirklich überall was liegen. Das ganze Bankgebäude ist einfach mit gutem Loot übersät. Also man soll wirklich nichts auslassen. Ja, und dann können wir diesen Run beenden. Ich möchte euch aber noch einen dritten Run zeigen, weil hier habe ich noch was Besonderes. Und zwar ist das wieder das City-Pärchen, aber diesmal von der anderen Seite. Warum ich das jetzt nochmal zeige, warum ich das jetzt nochmal aufgenommen habe. Wir kommen jetzt von der anderen Seite und hitten die erste Bank, die natürlich ungelootet ist. Keiner kann vor mir hier sein. Wir sind definitiv die Ersten, können durchs Fenster springen, laut sein, spielt alles keine Rolle, alles durchlooten und alles mitnehmen. Und wenn wir da alles durchlootet haben, dann gehen wir oben aufs Dach und bewegen uns wieder zum großen Gebäude. Wir fliegen, wir rennen, wie auch immer. Jedenfalls, das Ziel ist wieder das Riesengebäude, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. Und von hier aus können wir jetzt zur nächsten Bank springen. Aber der Punkt ist, dass links von der Bank die Postfiliale ist. Das heißt, wir können sozusagen direkt zur Postfiliale fliegen, wenn der Pyro da ist. Und in dem Fall sehen wir den Waffenkoffer. Das heißt, wir wissen, dass 100% der Pyro da ist. Es lohnt sich generell dahin zu fliegen, um mal zu gucken. Wenn ihr eine Pyro-Warnung habt, dann ist der Pyro da, auch wenn der Waffenkoffer nicht vor Ort ist. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall hier mal reinzuschauen und reinzuhören, ob es eine Pyro-Warnung gibt. Und hier ist er. Ihr könnt ihn jetzt super easy aus dem Fenster killen, also von draußen auf die Hand. Manchmal läuft er an euch vorbei, dann könnt ihr in den Rücken schießen. Und warum ist das so wichtig? Ihr seht es gerade, da kommt die Einblendung. Wir haben momentan diese Daily, immer zwei Kommandanten zu töten. Und gerade wenn wir diesen Pyro hier mitnehmen können, ist es natürlich super easy und einfach, es ist in einer Minute auf dem Weg gemacht von Bank zu Bank bei dem City-Pärchen. Also wirklich gut. Wir kommen natürlich nicht rein. Ohne Schlüssel keine Chance, auch Gewalt hilft da nicht. Aber wir können von diesem Dach wieder runterspringen und so schnell wie möglich zur zweiten Bank kommen, was natürlich sehr, 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 sehr cool ist. Auch hier sehen wir, Bank ist nicht gehittet. Wieder ein paar Goldbarren, dies, das, jenes. Aber auch hier wieder nicht gehittet. Und das ist auch generell so. Ich sehe es oft so, dass die Banken nicht gehittet sind. Also ich hoffe, dass es bleibt noch eine Weile so, bis ich den dritten Slot voll habe. Den habe ich auch noch nicht. Aber man sieht halt, wenn man so ein paar Runs macht, wie gut man an die Sachen rankommt. Und ja, ich bin mir sicher, dass das in Season 4 mehr werden wird. Gerade wenn die Leute ihre Westen kaufen wollen, das wird mehr und mehr. Nach dem Motto, Loot tut gut, hoffe ich, dass dieses Video geholfen hat. Wünsche euch viel Spaß beim Looten, viel Erfolg beim Finden. Sage hasta luego und hasta la vista.